Alte Motorräder rauchen und knattern, lassen aber dabei die Herzen ihrer Besitzer und Fans höher schlagen. Am Hausruckring in Aich bei Schwanenstadt wurde im September 1998 erstmals die Startflagge zum Oldtimer Grand Prix geschwungen. Und nach wie vor ist das Interesse für das alte Chrom ungebrochen. Unseren Club gibt es ja mittlerweile 50 Jahre. Schwanenstadt kennt man aus der Vergangenheit, aus den Motorradrennen in Schwanenstadt direkt. Und wir haben jetzt vor 23 Jahren dieses Oldtimer Grand Prix Projekt angegangen und mittlerweile haben wir in der Szene, glaube ich, schon einen ganz guten Ruf. Das erklärt das große Starterfeld. Die knapp 300 Piloten messen sich in 6 Soloklassen und 3 Beiwagenklassen auf der 2700 Meter langen Naturstrecke. Dabei gewinnt aber nicht der Schnellste. Das heißt, der Gleichmäßigste, der den gleichmäßigsten Runden zusammenbringt, wird hier sicher vorgehen. Gustl Auinger, ein Urgestein des Motorradsports, kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Wenn man heute halt mit den alten Motorrad fahren, dass du das Gefühl hast, die sind jetzt wegen dir da, die freuen sich mit dir. Also ehrlicher kann so ein Gefühl nicht wirken, wie man es da gespürt. Auf die Frage, wie es mit konstanten Rundenzeiten ausschaut, konnte auch er sich einen Lacher nicht verkneifen. Ich scheiße auf die Konstanz. Ja, ich tue Motorradfahren so, wie es mir Freude macht und dass das alles so gut funktioniert. Aber die Konstanz ist mir komplett egal. Mit gleichmäßigen Rundenzeiten konnte sich auch das Cup X Racing Team nicht anfreunden. Sind sie ja von der IDM her viel Speed gewohnt. Aber den Oldtimer Grand Prix lassen auch sie sich nicht entgehen. Das besondere Flair an dem ganzen Hausruckring, an dem Oldtimer Grand Prix, das waren einfach die Zuschauer, die Strecken, Wahnsinn. Und er hat halt Tradition. Es war sensationell, es war einfach alles perfekt dort, das Wetter hat passt. Die Zuschauer, sowas haben wir eigentlich noch nie erlebt, so viel waren es mal noch nie. Es war die ganze Organisation, es war einfach alles perfekt dort. Und wenn wir die beiden schon vor Mikro haben, wollen wir doch wissen, wie der Umstieg von der Trophy in die IDM war und wie es aktuell in der IDM läuft. Es sind dort stärkere Gegner da. Es ist natürlich, es fahren stellenweise WM-Fahrer mit. Es ist einfach ein anderes Niveau und wir lernen dadurch. Bis vor kurzem, bis vor dem Red Bull Ring eigentlich ganz gut dabei gewesen, um einen 5., 6. Platz umeinander, haben natürlich in Spielberg einen riesen Crash gehabt und ja, das hat uns jetzt Punkte gekostet, ersten und zweiten Lauf, verlieren jetzt natürlich relativ viele Plätze in der IDM, aber wir werden trotzdem noch unser Bestes geben. Im Rennsport liegen Freud und Leid nah beieinander, wie Franz und Billy gerade beim einzigen Heimrennen erleben mussten. War ein Rennunfall nach einer Starkkollision. Wir haben ihn berührt und dann sind wir ausgefallen, den Gleitplanken gefahren. Dann war für uns eigentlich das ganze Wochenende zu Ende. Und wie man gesehen hat, stehen da eure Sponsoren hinter euch? War super, die haben uns gleich unterstützt, auch der Hersteller vom Gespann. Wir sind am Sonntag noch nach Deutschland gefahren, bis Montag um 5 Uhr in der Früh gearbeitet, dass einmal alles fertig wird. Und sonst wäre der Hausruckring gar nicht gegangen. Schon in 2 Wochen geht es für die beiden in der IDM weiter. Also das nächste ist in 14 Tagen in Hockenheim. Das ist der vorletzte Lauf. Da schauen wir natürlich noch, dass wir richtig gute Plätze machen. Und dann am Wochenende drauf ist dann das Sidecar-Festival in Oschersleben. Da ist alles da, was Rang und Namen hat. Apropos Rang und Namen. Die Naturstrecke in Schwanenstadt bietet einen fantastischen Rahmen für Troy Corsa, der mit seiner Original-WM-Maschine beim Legendenrennen an den Start ging. Ich fühle mich wieder wie zu Hause auf der Ducati. Wir mussten lediglich den Lenker etwas anpassen. Ansonsten fühlte es sich direkt wieder wie mein Motorrad von damals an. Es ist ein fantastisches Event, unter anderem, dass man so nah mit den Fans in Kontakt kommt. Mir war nicht bewusst, dass ich so viele Fans und Unterstützer in Österreich habe. Und das macht diese Veranstaltung so besonders, dass alle so nah zusammenkommen können. Dass es bei einem Oldtimer Grand Prix so viele Zuschauer gibt, beeindruckt auch den ehemaligen finnischen MotoGP-Piloten Mika Kallio.
Bereits gestern waren viele Zuschauer hier und heute sind es bestimmt doppelt so viele. Und viele alte Freunde, die ich hier wieder treffe. Und dass ich die Strecke mit dem MotoGP-Motorrad fahren kann, ist sehr spektakulär. Vor allem für die Zuschauer, die diese MotoGP-Maschine noch nie gesehen haben. Es ist super hier. Michael Ranseder hat 2013 dem Rennsport den Rücken zugekehrt, aber einer Einladung des MSC Schwannenstadt konnte auch er nicht widerstehen. Ich habe auch die Leute schon länger nicht mehr gesehen und es ist natürlich lässig, wenn man jeden einmal wieder trifft und einmal Hallo sagt und spricht, wie es einem alle geht und ja, es ist ein Erlebnis und gehört dazu. Aber auch die heimische Gespannschaft ist mit Begeisterung dabei. Im Vorfeld hat es ein paar Probleme gegeben, technische Sachen, das gehört dazu am Rennplatz. Und wenn es beim Rennen funktioniert, ist auch gut. Und wichtig ist, dass man wieder heil zurückkommt in die Boxen und dass man keinen technischen Schaden hat dabei. Und das Zusammenspiel natürlich mit meinem Beifahrer, der Bruder, der Christian, das wissen wir schon immer, das gibt nur uns zwei. Und da wissen wir genau, was auch jeder von dem anderen zu tun hat und die Verantwortung, die wir uns gegenüber da auferlegen, und das passt perfekt. Super tolle Sache da in Schwanenstadt. Gratulation den Veranstaltern und super tolles Starterfeld. Das ist einzigartig in Österreich, das gibt es sonst nirgends. Nicht nur das Cup X Racing Team und die gesamte heimische Elite, auch Troy Corsa und Mika Kallio werden an den Hausruckring zurückkehren. Hoffentlich komme ich in 2 Jahren wieder, da dieses Event wirklich sehr gut organisiert ist und eine tolle Veranstaltung, und ich freue mich, hier zu sein. Ich wurde bereits gefragt, ob ich in 2 Jahren wiederkomme, und ich würde sehr gerne wieder dabei sein, da ich es sehr genossen habe, das Motorrad zu fahren. Und ich hoffe, dass das Wetter wieder genauso gut sein wird in 2 Jahren, wie es dieses Wochenende war. Unser Fazit. Die Maschinen sind zwar schon in die Jahre gekommen, dennoch sind sie weder leise noch langsam. So geht ein tolles Rennwochenende mit der Fahrparade, wo Motorräder und Gespanne, klassisch und historisch, noch einmal auf tausende enthusiastische Zuschauer trafen, zu Ende. Also was will man mehr?